Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, mein Name ist Urs Wegehoff, ich bin der Medi-Urs. Es geht um Erste Hilfe und es geht um Erste Hilfe Kids. Und zwar verschiedene Arten und Varianten, verschiedene Spiel- und Gangarten, die es bei uns irgendwo mal dahingehend geschafft haben, dass wir die irgendwie zusammengepackt haben, dass wir die erstmal für Kunden oder für uns zusammengepackt haben. Meistens für irgendwelche Urlaubsreisen, für irgendwelche Urlaubstouren oder wie gesagt eben halt für Freunde. Und ich möchte euch mal so ein kleines bisschen mitnehmen auf die Reise, welches Kit für wen ist und was so verschiedentlich welchen Hintergrund hat. Ihr seht diese Taschen in freundlich dezenten, lebensbejahenden Gelb. Dazu gibt es auch noch Rucksäcke dazu. Das Ding ist, dass diese Rucksäcke und dass die Taschen mit Material gefüllt sind, die nichts für jeden sind. Die sind nichts für Anfänger. Die bedürfen Schulung, die bedürfen Ausbildung und die bedürfen vor allem wahnsinnig viel Übung, um tatsächlich mit dem Material, was da drin ist, sicher umgehen zu können. Wenn gewollt, kann ich mich zu den Materialien, was denn da so in den verschiedenen Taschen und Rucksäcken wohnt, in einem anderen Video mal auskaspern. Jetzt jedoch geht es um, ich will mal sagen, die Jedermann-Kids. Okay? Das Material hier vorne, dazu habe ich mich schon mal ausgelassen, Anfang des Jahres bei dem Video über Ersthelfer-Apps. Denn da ist im Grunde das, was du mit so einer App als Ersthelfer brauchst, ein paar Handschuhe, vielleicht eine FFP2-Maske, vielleicht noch eine Schutzbrille, je nach Geschmack und je nachdem, was so deine Bedürfnisse sind, was du für dich erachtest, was sinnvoll ist. So, meine Damen und Herren, was wir hier haben, ist im Grunde das Kit von meinen Kindern, von meinen beiden Mädels. Das Kit hier ist das, was wir normalerweise bei Rucksacktouren irgendwie alle dabei haben. Das ist jetzt nicht brennspektakulär. Es ist das, was ich immer wieder und ewig bequatsch. Rettungsdecke, da ist noch eine Traumabandage drin, da ist sind persönliche Medikamente drin, es ist eine Schere drin, es ist ein bisschen was an Schmerzgel. Je nachdem, wo ihr hinfahrt, macht das gegen allergische Reaktionen durchaus Sinn. Also irgendwas in Richtung Ebinol oder so. Aber wie es so schön heißt, bei Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt ab oder Apotheker. Die Nummer daneben in einer Nummer größer ist im Grunde das Kit für den Gruppensani. Auch dazu habe ich mich mehrfach großblumig ausgekaspert. Und ein weiter sehen wir das Kit, was ich normalerweise dabei habe, wenn ich mit meinen Mallinasen unterwegs bin. Das war ein Kit, was wir uns irgendwie zusammengestellt haben für die Werkstatt. Und zwar geht es dann da tatsächlich in Anlehnung an die DIN-Norm für Handwerksbetriebe, weil wir arbeiten mit Kreissägen, mit Trennschleifern, also mit Winkelschleifern, mit schnell laufenden Maschinen. Wir haben eine große Säulenbohrmaschine und viele, viele andere Spielereien. Wir haben da Farben und Lacke, die wir von Zeit zu Zeit auch irgendwie mal anfassen und benutzen. Von daher ist da auch eine Augenspülflasche drin und noch viel, viel mehr. Wenn ihr Bock habt, dass ich mich dazu auch nochmal auskasper, nur zu. Die gelben Taschen zu den gelben Taschen und Rucksäcken lasse ich mich ein andermal aus, okay? Ihr seht also, es kommt ganz explizit auf eure Bedürfnisse an. Ich kann auch mir da irgendwie den Mund fusselig quatschen über Gott und die Welt, aber letzten Endes kommt es auf eure Bedürfnisse an und auf das, was ihr letzten Endes irgendwie an Schulung und an Wissen mitbringt. Und Wissen und Schulung und praktische Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen als durch mehr von beiden. Ganz egal, ob das Erste Hilfe ist, ganz egal, ob das gerade, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, so Basics in Kindererkrankungen sind, was ihr macht, wenn ein Kind, wenn es dann irgendwie unterwegs ist, eine Mittelohrentzündung kriegt oder ihr als Eltern. Damit steht und fällt im Grunde eure weitere Planung.
Und es macht durchaus Sinn, dann einen Plan zu haben und auch mindestens einen Plan B für den Fall, dass irgendwelche Dinge sind, die ihr so im Urlaub und im Urlaubsland und im Gemüse irgendwie nicht mit Bordmitteln gehandelt kriegt. Und dass sowas mit Bordmitteln nicht zu handeln ist, das geht sehr, sehr schnell. Ihr habt also einen Plan und grundsätzlich einen Plan B. Wie in dem Video über die Retter-Apps halt schon beklatscht und besungen und vorhin auch schon mal angesprochen, ihr müsst jetzt nicht den riesen Rucksack haben oder was. Vor allem mit so einem riesen Rucksack und wahnsinns coolem Geraffel und nach Möglichkeit noch taktikcoolem Geraffel, da lauft ihr ganz schnell Gefahr, dass ihr nicht der endzeitgeile Typ seid, sondern da lauft ihr ganz schnell Gefahr, dass ihr eventuell Teil des Problems werdet. Gerade wenn ihr in bestimmten Sachen einfach nicht geschult seid. Von daher packt euch nichts ins Geraffel, mit dem ihr nicht hundertprozentig firm seid. Mir ist auch relativ egal, was das ist. Traumabandage gehört, eingewiesen und geübt. So, dazu musst du das aber machen. Dazu musst du aber auch irgendwo vortanzen bei jemandem, der es nach Möglichkeiten, der sich auskennt und der das auch tatsächlich kann und der dir auch gegebenenfalls zeigen kann, was funktioniert, wenn du teuer fancy Equipment halt nicht dabei hast. Denn ja, ein CAT Generation 7 ist eine wahnsinnsfeine Sache beim Verkehrsunfall auf der Autobahn. Wir haben jetzt letztes Wochenende hier gerade den Samstag auf der Autobahn einen Verkehrsunfall mit 11 Verletzten gehabt. Ich bin da raus. Erstens war ich das nicht und zweitens bin ich aber auch als First Responder nicht dazu alarmiert worden. Und die Wehr, in der ich bin, hat die Autobahn nicht als Revier und hat auch nicht die nötige Ausrüstung bzw. das Fahrzeug hat nicht die nötige Sicherheitsausstattung, um tatsächlich Einsätze auf der Autobahn abarbeiten zu können. Und da geht es dann tatsächlich um Eigenschutz der Mannschaft und spätestens da ist dann wirklich Schluss mit lustig. Anyways, liebe Liebenden, falls ihr zum Thema Kit und Kit-Zusammenstellung Fragen habt, dann fragt. Da ist so viel Platz für ein Riesenloch zum Reinfragen. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, grüner wird's nicht. Kinex macht keinen Blödsinn, passt auf euch auf. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.